Hat man nun Aussagen in Textform vorliegen, so wie das hier schon gegeben ist, und möchte man oder muss man damit in der Folge im mathematischen Sinne arbeiten, um irgendetwas damit zu machen, so bietet es sich an, Abkürzungen zu definieren, die sogenannten Aussagenvariablen. In der Folge kann dann immer mit diesen Variablen gearbeitet werden und das erleichtert doch vieles enorm. Bei diesen Variablen werden üblicherweise Großbuchstaben verwendet, wobei man völlig frei ist darin, welchen Buchstaben man verwendet. Es hat sich für die weitere Arbeit oftmals als vorteilhaft erwiesen, wenn man den Buchstaben so wählt, dass er irgendetwas mit der Aussage zu tun hat, sodass man sehr leicht nachvollziehen kann, wer oder was hier in irgendeiner Form gemeint ist. Das E kommt von Essen.